damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ihr habt es gesehen, Fernsteuerung und Antennen. Ja, ist im Let's Play gerade ganz aktuell. Wir haben da eine Rakete gebaut, die wir von der Bodenstation aus steuern, bis zu einem gewissen Punkt bringen, da abkoppeln, den Satelliten sich ausfalten lassen und das Ganze steuern wir einfach nur, indem wir hier unten sitzen. Also praktisch so, wie das jetzt aktuell hier die ESA oder die NASA macht, wenn sie den Satelliten nach oben schießen. Genau das haben wir hier im Spiel auch gemacht. Lässt sich wunderbar machen und dazu braucht man eine Fernsteuerung und ein Antennen. Also mehrere Antennen sogar. Also, ne? Wir brauchen eine Antenne hier und wir brauchen eine Antenne da oben. Da ich das noch gar nicht behandelt habe, das Thema, und hier auch eigentlich nur in der Form ja momentan irgendwo registriert wird, ist der dann hier, wenn man dann sieht, okay, da ist eine Antenne dran, damit man es halt wiederfindet. Ne? Weil, hatte ich erzählt beim, ich bin der Meinung, ich habe es erzählt, wenn man irgendwas baut, ob es ein Fahrzeug ist, eine Basis oder ein Raumschiff, immer eine Antenne dran machen. Bloß keine allzu große Reichweite, aber das kostet viel zu viel Strom. Gerade wie hier, wo wir halt ohne Reaktor gebaut haben, entsprechend, ne? Das ist ja das Raumschiff, was es bis nach oben schafft. Deshalb dann ohne Reaktor. Und dann ist einfach dann, beziehungsweise, was heißt ohne Reaktor? Also wenn es keinen Reaktor hat, dann frisst es einfach zu viel Strom. Ich kann ja mal hier kurz reingucken, dann sehen wir das einmal. So, wenn wir hier gucken, hier ist so eine kleine Antenne. So, da haben wir es. So, die kleine Antenne ist momentan auf 5000 Meter, also 5 Kilometer, eingestellt und braucht 20 Kilowatt. Das ist jetzt wie hier, wo man einfach dann mit der Solarzelle momentan gar nichts regeneriert, weil die Sonne nicht da ist. Und nur die Batterien momentan dazu neigen, halt hier ausgelutscht zu werden. Ja gut, 2 Tage ist jetzt halt nicht viel, weil die Triebwerke sind nicht an. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das höher stellen sollten, dann wird das gleich relativ schnell sehr, sehr viel. Ne, wir sehen, jetzt sind wir beim 10-fachen, gut 200 Kilowatt. Und wenn man dann so in die Batterie guckt, das ist nicht mehr wirklich so lange. Das ist jetzt einfach nur, weil wir das so mega weit hochgestellt haben. Kann von Vorteil sein, je nachdem, was man macht. Wenn man jetzt ein Raumschiff nur wiederfinden möchte, Fuel critical. Dann reicht das aus. Ja, ich habe es immer so grob eingestellt. Dann ist man mit 2 Tagen relativ gut bedient, wenn man halt nichts weiter braucht. Aber warum kann ich das denn so hochstellen? Weil 50 Kilometer ist jetzt ja schon eine ganze Weile. Ja, also die Strecke ist nicht gerade gering. Das ist wirklich für sowas, wie wenn wir eine Rakete nach da oben schießen möchten und das fernsteuern wollen. Weil ich sag mal, das, was man so kennt mit Mondlandung, ne, mehrstufige Rakete, wird hochgeschossen, fliegt zum Mond, kommt wieder zurück. Das können wir alles hier in Space Engineers genau so machen. Das mittels Antennen und einer Fernsteuerung. Ich suche mal kurz die Blöcke raus. Also, eine normale Antenne. Ach, man sollte es natürlich auch richtig schreiben, ne? Ich habe auch hier Vanilla extra genommen, damit nichts irgendwas ist. Es gibt noch Laserantennen, die behandle ich aber noch extra. Weil wir sehen hier, ne, da steht schon, Laserantennen senden keine Signale aus, die auch von anderen Spielern empfangen werden können, sondern stellen mit direkter Sichtverbindung auf optischem Weg eine Verbindung her. Ja, machen wir, den können wir es auch eigentlich gleich mitmachen. Also, nehmen wir erstmal hier eine normale Antenne und eine Laserantenne. Genau, und die Fernsteuerung brauchen wir noch, habe ich gesagt, ne? Ja. Da ist er. Genau, wunderbar. Eigentlich relativ unscheinbarer Block. Genau, so. Ich würde sagen, damit wir das einfach mal so ein bisschen testen können, machen wir die Laserantenne hier direkt an dieses Schiff dran. Einfach nur so, aber das machen wir gleich. Also, das Wichtigste ist, die Fernsteuerung, wo kommt die dran? Die kommt immer an das dran, was ich auch steuern möchte. Also, ich brauche da jetzt nicht, wie zum Beispiel bei einem funkferngesteuerten Auto, da brauche ich jetzt nicht dann irgendwie eine Fernbedienung in der Hand und dann den Empfänger und, ne, entsprechend, also ich brauche nicht einen Sender und Empfänger, sondern ich brauche einfach nur diesen Fernsteuerungsblock an dem Objekt, was ich steuern möchte. Wir können das ja mal ausprobieren. Sagen wir mal, dass die hinten hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, ne? Das kleine, wobei, Nehmen wir einfach den. So. Der hat keine Antenne dran, das heißt, das würde nicht funktionieren. Denn was brauchen wir immer? Wir brauchen immer eine Antenne dazu. Nur der Fernsteuerungsblock alleine lässt es uns nicht steuern. Denn irgendwo muss ja das Signal übertragen werden. Das heißt, durch die Antenne
die wir dann an der Basis haben. Und hier können diese beiden Dinger miteinander kommunizieren. Ich mache das jetzt einfach mal so plump hier so oben drauf. Ne? Muss ja nirgendwo großartig hin. Und dann machen wir auch gleich noch eine Antenne mit dran, damit das Ganze dann halt auch entsprechend... Ja gut, das kann man es vielleicht schon mal ein bisschen... Ja, genau so. So ein bisschen zumindest, ne? So ein ganz klein wenig. So, dann können wir auch gleich mal schauen. So ein bisschen mal gucken. Wie gesagt, Energiehaushalt ist wichtig, ne? Solange wir nicht vom Planeten runter sind, haben wir kein Plutonium oder Uran und können auch entsprechend keine Reaktoren betreiben. Das ist halt, seien ihr habt Asteroiden angestellt, dann habt ihr vielleicht Glück und an einem Asteroiden war mal ein bisschen Uran drin, aber das reicht nicht so wirklich für irgendwas, ne? Nicht so wirklich. Oder in einer... Von diesen Beacons, die runterkommen, hat man manchmal auch Glück, dass da ein Reaktor drin ist und hat man ein paar Uran-Dinger, aber das ist auch eher selten. So. Gut, gucken wir mal. So, Fernsteuerung, wo haben wir sie? Da ist sie. Braucht relativ wenig, ne? 10 kW. Geht. Gucken wir uns den Block jetzt mal so in Ruhe an, was man da so machen kann. Also wir können ihn halt umbenennen, ist vielleicht nicht gerade unwichtig. Wenn man eine mehrstufige Rakete zum Beispiel macht, wo die einzelnen Komponenten ferngesteuert werden sollen, dann hat das schon seinen Vorteil und wenn man das dann anders benennt. Ne? Ich empfehle immer eigentlich, benennt es immer irgendwie, wenn ihr was bastelt. Man weiß nie, was man da später noch macht. Spätestens, wenn ihr es andockt, dann verschmilzt es ja eh Inventarliste mit dem der Station oder mit dem Objekt, an das ihr angedockt habt. Dann seht ihr die Sachen hier auch und einfach der Übersicht halber, auch wenn das dann farblich anders sortiert ist, macht es Sinn, das dann immer anders zu nennen. Also sagen wir einfach mal, also das Schiff haben wir glaube ich noch nicht benannt. Hier kann man unter Info das Schiff übrigens benennen. Kann ich auch nur empfehlen, das macht es euch gleich beim Fernsteuern um einiges einfacher, wenn ihr den Dinger Namen gebt. Weil ansonsten steht dann halt in der Liste einfach nur Small Grid und irgendeine dumme Nummer. Das ist halt echt kacke, sorry, wenn ich das so sage. Weil wenn ihr dann mehrere Objekte habt und die haben alle eine Antenne und die sind alle in Funkreichweite, da dann zu wissen, welches Small Grid es war, kann interessant werden, ja, wenn man einfach mal so auf Überraschung steht, aber ich weiß nicht, ich würde es halt anders machen, ja, also sagen wir einfach mal kleines kleiner Flieger, wunderbar, nicht vergessen mit OK bestätigen, wunderbar, das heißt, das Ding ist jetzt der kleine Flieger. So. Gut, kommen wir zurück zum Fernsteuerungsblock. Also hier das. Entsprechend machen wir hier dann Flieger, Fernsteuerungsblock. Wunderbar. Okay, also was können wir hier noch machen? Wir können praktisch angeben, was kann man alles mit dem Block steuern. Vielleicht möchte man irgendwann mal sagen, ich möchte nichts damit steuern können. Okay, was auch immer. Aber ihr habt zumindest die Möglichkeit. Ich persönlich lasse das immer an, weil ich brauche die Fernsteuerung, weil ich halt wirklich etwas aus der Ferne aussteuern möchte. Und dazu brauche ich halt ein Gyroskop, damit man es bewegen kann, die Triebwerke und sowas. Das schon nicht verkehrt. Wenn man jetzt zum Beispiel nur so einen, ich sag mal, Spionagesatelliten zum Beispiel sich basteln möchte, da muss man ja nicht unbedingt die Triebwerke steuern. Ja, wenn er da oben irgendwo im Orbit ist und entsprechend nicht wieder zurückgezogen wird, weil halt keine Erdanziehungskraft mehr auf ihn wirkt, dann kann man das ja wegmachen, aber... Wenn man die Triebwerke nicht benutzt, also wie gesagt, ich würde es nicht machen. Also von meinem Empfinden her, muss aber jeder selber wissen. Falls ihr mehrere Fernsteuerungen dran haben solltet, könnt ihr natürlich dann wie bei einem Cockpit auch sagen, was ist die Hauptfernsteuerung. Ne? Also weil wenn ihr zum Beispiel ein Raumschiff macht mit mehreren Cockpits, könnt ihr auch sagen, was ist das Haupt, was ist nicht Haupt. Dann können die anderen nicht steuern. Hiermit kann man direkt die Steuerung übernehmen. Das zeigen wir aber dann noch später, wie das funktioniert. Und... ziemlich cooles Feature, mit dem man sehr, sehr viele Basteleien machen kann, ist das hier. Dieser ganze Block. Autopilot, ich denke, das sollte jedem irgendwo so ein bisschen einen Anhaltspunkt geben, worum es geht. Also ihr könnt praktisch das Ding automatisch irgendwo hinfliegen lassen, wenn ihr einen Navigationspunkt gesetzt habt. Das werden wir auch gleich alles durchspielen, wie man das macht mit einem Navigationspunkt, wie wir das Ganze dahin fliegen lassen und was es da so für Möglichkeiten gibt. Kollisionsvermeidung, ich sag mal, ich schalte es immer an, ich hatte bisher aber auch noch nicht irgendwie eine Route oder irgendwas eingestellt, wo großartig Hindernisse dazwischen waren, also
jetzt, wenn man das aktuelle Let's Play gesehen hat oder noch sieht diese Woche, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann ich das Tutorial raushaue, deshalb kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen gerade spoilere, die Folgen dieser Woche, da sieht man das auch, da ist kein Weg dazwischen, also kein Weg, also da ist nichts dazwischen, auf dem Weg zum Ziel. Trotzdem einschalten sollte man es vielleicht vorsichtshalber, weil man weiß ja nie, was los ist. Also kann man einfach reinmachen. Es frisst jetzt auch nicht mehr Strom. Ne? Man sieht es, ist egal. Präzisionsmodus, dass er halt, wie soll man sagen, wenn man jetzt ein Ziel eingibt und wir lassen es dahin fliegen, dann fliegt es so dahin, aber fliegt nicht exakt an diesen Punkt, sondern so in die Nähe, in einen bestimmten Radius, so um, ja, man kann sagen, so aus Erfahrungswerten, so zwischen 200 und 300 Metern Entfernung zu dem Zielpunkt, da bewegt es sich ungefähr immer. Wenn wir jetzt sagen Präzisionsmodus, dann zielt es da wirklich auf diesen Punkt und fliegt da so gut wie möglich halt entsprechend hin. Muss man halt selber wissen, je nachdem, was man halt gerne machen möchte, ist das mal mehr oder mal weniger wichtig. So, zugewiesene Kamera. Man kann Kameras installieren. Das kann man eigentlich gleich mal machen. Dann kann ich das auch mal zeigen. Macht mehr Sinn, wenn man das halt auch gleich noch sieht. Achso. Da haben wir sie. Wunderbar. So, dann machen wir einfach mal die hier dran. Jetzt muss ich gerade gucken. Genau. Wenn das so ist, also wenn das jetzt so ist und wir greifen auf die Kamera zu, dann gucken wir auch wirklich praktisch so jetzt gerade dann aus der Kamera raus. Wenn ihr das drehen solltet, dann, ne, also wenn die Schrift oben ist, dann guckt man ganz normal gerade. Man kann dann aber auch nur gerade ausgucken. Also wir können es nicht dann irgendwie das Ganze bewegen. Also man kann die Kamera nicht drehen, man kann nur das ganze Objekt drehen, also das Raumschiff bewegen. So, und was hat das jetzt auf sich damit? Ja, und zwar, ich muss mal kurz einen Punkt suchen, wo wir darauf zugreifen können. Warte, so. Ach, komm, wir gehen einfach mal rein hier, oder? Wir können auch hier drauf zugreifen. Sehr schön. So. Dann gehen wir erstmal die Fernsteuerung durch. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Genau. Weil, ich sag mal, wenn ihr das fliegt, ihr sitzt hier unten und ganz normal in eurem Kontrollturm und so ach ja, die Rakete fliege ich jetzt mal nach oben oder ich fliege das Raumschiff irgendwo hin, dann seht ihr das ja nicht. Ja? Weil es ist halt weiter weg und ist einfach nur noch ein kleiner Punkt. Da seht ihr nicht, wie fliegt es jetzt gerade, ist da was vor dem Ding, wenn ihr das selber steuern wollt. Deshalb kann man Kameras installieren. Die könnt ihr überall dran packen, also benennt sie entsprechend. Ich habe das jetzt zum Beispiel im Let's Play auch gemacht, da habe ich dann gesagt, was es entsprechend ist, in welche Richtung es zeigt. Das hier zum Beispiel Front. Weil wenn man mehrere Kameras macht, dann ist es schon ganz sinnvoll, das entsprechend so zu benennen. Natürlich, wie alles, kostet es auch immer wieder Strom. Ne? Das heißt, wenn ihr keine Reaktoren habt, seid vielleicht ein bisschen Spaß mit den Kameras. Können wir mal Ansicht klicken und sehen wir, so sieht das dann aus. Wir können zoomen, das ist eine super coole Sache. Ganz einfach, man muss sich gedrückt halten, ganz einfach mit dem Mausrad kann man ran und wegzoomen. Das heißt, für bestimmte Waffentypen, ja, wenn man das zum Beispiel mit einem Geschütz kombiniert oder das direkt am Geschütz so daneben hat, dann lässt sich das auch super benutzen, um Gegner auf Distanz besser treffen zu können. Oder einfach mal zum Ausspionieren. Ja, also von daher, ziemlich coole Sache. Deshalb mag ich die Kameras ganz gerne. Wenn man die zusammen mit der einen Mod, die ich habe, wo ein Sniper-Gewehr dabei ist für ein Raumschiff, benutzt, dann ist das schon ganz gut. Also ich mag das. Also die Kombination ist zumindest bisher ziemlich gut gewesen. Zumindest von meinem Empfinden her. Ne? Im Let's Play kann man das in einer anderen Folge auch mal sehen. Genau, das ist jetzt einfach so, wir können nach vorne gucken. Also ich kann die Kamera nicht bewegen oder sowas. Ne? Also selbst mit Alt, wo man sonst nicht umgucken kann, geht halt nicht, weil ist halt starr. Ich kann halt einfach nur nach vorne hin sehen, was jetzt so vor meinem Raumschiff ist. Mit F kann ich wieder rausgehen, also nicht, dass ihr euch wundert. Ne? Einfach F drücken nochmal und dann seid ihr raus aus der Ansicht. Genau. So, jetzt gehen wir dann wieder in die Fernsteuerung rein, nachdem wir kurz einmal die Kamera getestet haben. So, Fernsteuerung. Und dann können wir jetzt hier praktisch automatisch sagen, wenn ich die Fernsteuerung übernehme, was kriege ich dann angezeigt? Also man kann das natürlich auch selber einstellen, indem man dann die Fernsteuerung übernimmt und dann selbstständig die Kamera auswählt. Aber wenn man das ein bisschen vereinfacht haben möchte,
Bei uns gibt es nicht so viele, wir haben nur die Kamera nach vorne. Das heißt, wenn wir jetzt die Steuerung übernehmen, kriegen wir automatisch das Bild angezeigt von vor dem Raumschiff. Ist ja nicht schlecht, weil wenn wir mit dem Raumschiff hinfliegen, dann will ich ja nicht sehen, was hinter mir ist, sondern halt vorne. So, Flugmodus. Das ist eigentlich wichtig für den Autopiloten. Da können wir sagen, was soll der machen? Soll der um den Punkt kreisen? Soll der Patrouille fliegen zwischen ein paar Punkten? Wir können hier nämlich, hier unten sieht man das, Wegpunkte eingeben. Und dann fliegt er zum Beispiel Patrouille dazwischen. Oder er soll halt kreisen um einen Punkt. Oder er soll einfach irgendwo hinfliegen und soll da bleiben. Irgendwo hinfliegen und da bleiben ist eigentlich das meiste. Ja, also üblicherweise. Ihr könnt natürlich, wenn ihr zum Beispiel um eine Basis, um eine Weltraumbasis, empfiehlt es sich vielleicht so eine kleine Kampfdrohne zu machen, Wegpunkte festzulegen um die Basis und da dann diese Drohne patrouillieren zu lassen. Ja, wäre so eine Möglichkeit. Richtung, die Vorwärtsrichtung. Ich sag mal, wenn wir jetzt so ein Raumschiff haben, ist es relativ einfach, weil das Cockpit vorgibt, welche Schubdüsen nach vorne uns bringen und welche nicht. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einfach nur einen Raketenblock habt und ihr baut ganz normal eine Rakete. Ja, ich, wie machen wir das jetzt? Können wir vielleicht, nachher vielleicht nochmal eine Rakete basteln. Also, weil wenn ihr eine Rakete bastelt, habt ihr keinen Raketenblock. Das heißt, dann ist es anders angeordnet. Weil eine Rakete, da ist dann das, was nach vorne zeigt, wäre dann wirklich so, wenn ich mich nach vorne, also praktisch eine Rakete, wenn ich die so baue, einfach nur nach oben, dann ist es wirklich so, nach vorne bedeutet dahin, nach hinten bedeutet hier, links und rechts. Und praktisch, damit die Rakete startet, muss ich Space drücken. Also so wie hier, ne? Entsprechend. Also anheben. Das heißt, bei einer Rakete müsste man die Vorwärtsrichtung dann anders definieren. Indem man dann halt da zum Beispiel sagt, irgendwie ist das doof, hier gerade hier drauf zuzugreifen, ist egal. Ja, das heißt, bei einer Rakete würde ich da nicht vorwärts wählen, sondern würde aufwärts wählen. Da wir aber hier ein ganz normales Raumschiff haben und wir wissen, nach vorne heißt hier nach vorne fliegen, weil ich möchte hier geradeaus fliegen, entsprechend und nicht nach oben. Lassen wir das auch vorwärts. Also man kann das dann individuell einstellen. Geschwindigkeitsbegrenzung auch vielleicht nicht verkehrt. Ich mache mal hier einfach so 50%. Und wir sehen, hier haben wir so GPS-Punkte. Das spielt jetzt für den Moment, für den ersten Test keine Rolle. Wir machen das jetzt einfach gleich einfach mal so. Geht aber noch nicht, weil wir keine Antenne haben. Genau, wo haben wir keine Antenne? Hier hinten. Das heißt, wir gehen einmal zu unserer Schniepenbasis und werden hier entsprechend auch eine Antenne basteln. Die sind hier ein bisschen größer immer. Deshalb nicht erschrecken. Ich setze sie mal hier hin einfach. Genau. Also die sind ein klein wenig größer. Ja, geht. Sind mittlerweile relativ schnieke, muss ich sagen. Ist dann früher nicht so hübsch aus wie jetzt. Genau, und damit können wir dann halt zugreifen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Kontrollsitz. Ich würde es trotzdem immer irgendwie empfehlen. Ich finde, es sieht einfach halt besser aus irgendwie. Komm, gehen wir einfach hier. Da haben wir es. Genau. Ja, komm, machen wir mal ganz dekadent das Ding hier. Ist ja egal. Genau, so, dann sitzen wir hier drinnen. Wir können übrigens mit V kann man ja auch im Raumschiff oder Objekt immer auch die externe Sicht wählen. Das kann man auch bei einer Station machen. Ist manchmal auch nicht so verkehrt, ne? Je nachdem, was man halt macht. Hier ist es ganz schön, hier sind jetzt keine Wände großartig. Das heißt, da spielt die Kamera nicht verrückt. Wunderbar. Okay, also was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt das Ding da vorne übernehmen, was wir da so haben. Das wollen wir übernehmen und wollen damit mal so ein ganz kleines bisschen durch die Gegend fliegen. Weil wir haben ja jetzt hier eine Antenne. Und da hinten auch. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist die Antenne hier zu benennen. Das heißt, Antenne, Basis. Genau, wunderbärchenhaft. Wir stellen hier mal die Sendeleistung höher. Warum machen wir das? Weil das halt die Reichweite ist. Ne? Das ist wie wenn ihr euch eine Drohne kauft, die hat auch eine gewisse Reichweite. Und das machen wir hier praktisch mit der Sendeleistung der Antenne auch. Ne? Je größer die Reichweite ist, desto
im größeren Bereich kann ich diese Drohne steuern. In dem Fall unser kleines Raumschiff. Ja. Okay. Das haben wir also. Sehr schön. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der dann dafür wichtig ist. Weil wie greife ich jetzt auf dieses Schiff zu? Da sehen wir hier oben, steht schon Fernzugriff. Das heißt, hier haben wir so ein Dropdown-Menü. Da sehen wir alle Antennensignale, die wir in der Nähe aufgreifen. Und da sehen wir schon das, weil wir hier mehrere kleine Objekte haben. Ne? Haben wir hier Small Grid das, Small Grid dies. Und dann erstmal rausfinden, welches ist jetzt mein Small Grid. Klar, ihr könntet euch die Nummer aufschreiben oder merken, aber ganz ehrlich, gebt den Dingern Namen, es macht es einfacher. So, das heißt hier, wir wissen, es ist der kleine Flieger. Wählen wir den kleinen Flieger aus. Dann sehen wir jetzt auch hier, aha, das ist das Ganze. Und wenn das ein Fernzugriffsmodul hat, dann können wir einfach hier draufklicken. Und können von hier aus das machen. Ne? Weil ansonsten könntet ihr auch einfach sagen, hier, ich klicke das an. Also ich klicke nochmal kurz zurück hier auf was anderes. Auch wenn wir das hier auswählen, kleinen Flieger, dann sehen wir das Menü. Und dann könnte ich jetzt über das Menü draufgehen, auf die Fernsteuerung. Ups. Und dann hier praktisch auf Steuerung klicken und es auswählen. Wenn wir das aber alles so haben, dann können wir auch hier rüber gehen über Fernzugriff und können das hier rüber machen. So, das heißt, wir sehen schon hier, ne, wie weit ist es weg, was hat es alles. Wir sehen hier zum Beispiel, okay, hat ein Antennensignal. Eigentümer ist eingestellt, das heißt, wir haben Zugriff drauf, aber hat kein Fernzugriffsmodul, aber das hat eins. Und da sehen wir auch, deshalb können wir das hier steuern. Das heißt, einfach draufklicken, wunderbar. Und dann hat es nicht funktioniert. Das ist interessant. Gucken wir einfach mal. Achso, doch, wir haben Zugriff drauf. Ja, er hat das jetzt hier eingestellt. Okay, ist auch in Ordnung. So, also, wir sollten jetzt aber eigentlich vorne das andere sehen. Na gut, wir haben jetzt noch die Ansicht von hier. Ich gehe mal da anders ran. Wir gehen mal anders ran. Ich drücke jetzt mal F. Sind wir aus der Fernsteuerung raus, weil uns das ja nicht angezeigt. So, dann wählen wir das nochmal anders. Also, wir wählen hier, kleiner Flieger, wunderbar. Dann hier, Fernsteuerung. Und dann sagen wir, Steuerung. So, anscheinend müssen wir dann trotzdem nochmal die Kamera auswählen. Finde ich jetzt gerade ein bisschen nervig, aber... okay, egal. So, das heißt, hier dann einfach Rechtsklick drauf... Ansicht, oder wenn ihr es woanders hinschauen wollt, könnt ihr das ja anders machen, ne? So, und dann gehen wir hier drauf und dann haben wir das. Okay, wunderbar. Wir haben jetzt Zugriff drauf, das heißt, wir steuern jetzt gerade dieses Teil. Der müsste noch angedockt sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Fahrwerk entriegelt. Ja, jetzt haben wir natürlich eins, was relativ wenig Strom hat und keine Power, aber ich muss das Fahrwerk, das hat dieses automatische Verriegeln drin, das ist immer so ein bisschen doof. Wir haben hier entriegeln, genau. So, dann haben wir die Triebwerke ausgeschalten, kann das sein? Das heißt, wenn man das Raumschiff gerade nicht benutzt hat. Hier, Atmosphärentriebwerke, ja, die sind alle aus, okay. Schalten wir die einmal ein. Genau, wunderbar. Dann kann ich es ganz normal steuern, aber ich habe halt nur die Möglichkeit, nur nach vorne zu gucken. Und dann sehen wir schon, wenn wir jetzt ranzoomen, da vorne sitzen wir und steuern. So, dann kann ich hier ganz normal rumfliegen. Und praktisch ohne, dass ich mich in dem Raumschiff selbst befinde. Das heißt, ich spare mir ein Cockpit damit. Ja, das heißt, am Anfang, wenn ihr vielleicht weniger... Gut, die Fernsteuerung ist teuer und die Antennen auch, also von daher ist es keine Alternative, aber man kann halt schon wieder ein paar Komponenten sparen und bleibt halt einfach da und könnte jetzt hier zum Beispiel hier auch Ressourcen abbauen oder irgendwas irgendwo hinfliegen. Na, wie zum Beispiel nach da hinten. Könnte man sich einfach mal angucken, okay, was ist denn da los? Was ist das denn für ein Signal? Also ich werde jetzt nicht dahin fliegen, weil es ist zu weit. Ja, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich kann jetzt aber auch praktisch auf Sicht, ne, wenn ich da meine Mund, ah, oh, das mit der Kamera, das finde ich irgendwie kacke, ich mag die Ansicht nicht, ja, dann könnte ich jetzt auch sagen, okay, kann ich verstehen, nein, kann ich nicht verstehen, also klar, ich finde die Kamera auch nicht so super cool, die Ansicht, aber
Ich könnte jetzt auch sagen, einmal F drücken. Okay. Ja, da sehen wir es, da kommen wir rein. Genau. Das sind praktisch wir. Hallo. Also wir können jetzt dann hier so rumfliegen. Ne? Also wir steuern das jetzt gerade, während wir da unten sitzen, aber wir müssen jetzt... Ja, ich sag mal, das ist jetzt so dieses authentische Feeling, was man hat, wenn man so eine kleine Drohne fliegt. Ne? Die sehe ich auch. Ich sehe das nicht mit den Augen der Drohne, wo sie hinfliegt, sondern ich sehe das von hier unten, muss mich dann reinversetzen, okay, was ist jetzt für die Drohne links und rechts. Und ne, das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, zumal ich kann jetzt zwar hier die Ansicht der Basis steuern, aber wir sehen, es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze zu machen. Also von daher, tut euch einen Gefallen, benutzt die Kamera. Dazu gibt es die Dinger. Einfach viel, viel, viel besser. So, jetzt frage ich mich aber, warum man nicht automatisch auf die Kamera gesprungen ist. Aber ist eigentlich auch egal. So. Genau, sehr schön. F wieder drücken. Dann noch... Jetzt haben wir die Kamera deaktiviert mit F. Dann nochmal F drücken. Dann ist die Fernsteuerung deaktiviert. Genau, und dann haben wir praktisch das erste Mal mit der Fernsteuerung was anderes geflogen. Und so kann man das dann auch für Sachen nehmen, die weiter weg sind.